In diesem Video zeigen wir euch Kamerafilter, die die neueste Version von Filmora 13 mit sich bringen und mit denen ihr in Zukunft perfekte Instagram-Videos erstellen könnt. Also, bleibt dran! Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserem heutigen Video wollen wir wieder eure Kreativität bei der Bearbeitung mit Filmora stärken. In der neuesten Version von Filmora 13 sind einige neue Filter hinzugekommen. In diesem Video wollen wir euch spezielle Kamerafilter zeigen, mit denen ihr in Zukunft perfekte Instagram-Videos erstellen könnt. Falls ihr euch bisher immer gewundert habt, wie eure Lieblingsinfluencer in ihre Videos so tolle Farben reinbekommen, obwohl das ja eigentlich auch nur Standardaufnahmen sein müssten, auch die benutzen am Ende Filter und das könnt ihr jetzt nun auch mit euren Videos ganz einfach in der Nachbearbeitung mit Filmora 13 tun. Mit den neuen Filmora Filters könnt ihr nun ganz einfach die Farbe von eurem Video verändern, ohne daran selbstständig eine Farbkorrektur vornehmen zu müssen. Euer Video erhält dadurch einen völlig anderen und professionellen Look. Mit den vielen neuen Filters ist für jede Art von Video etwas in Filmora 13 dabei. Wendet diese Filter ganz einfach an und seht euch danach das Video im Vorschaufenster direkt an. In der aktuellen Version von Filmora 13 findet ihr nun direkt oben den Punkt Filter, wo ihr dann verschiedene Kategorien von Filter habt, die ihr auf euer Video anwenden könnt. Mit diesen neuen Filtern bzw. LUTs könnt ihr eurem Video einen ganz anderen Look verleihen. Nehmt dazu einfach diesen Filter und legt ihn auf einer neuen Timeline ab oder legt ihn direkt über das Video. Vergesst nicht auf die neueste Version von Filmora 13 zu updaten, denn nur so habt ihr Zugriff auf die neuesten Filter. Gerade wenn ihr selbst auf Instagram Videos erstellt oder in der Story Videos hochladet, dann nutzt dafür zukünftig zum Beispiel auch diese Kamerafilter hier, denn da stehen euch nun mehrere Filter zur Verfügung, damit ihr eurem Instagram Video einfach nochmal einen besonderen Look verpassen könnt. Vielleicht wolltet ihr auch schon immer mal ein Video ähnlich wirken lassen wie eure Lieblingsinfluencer und das ist euch nun mit diesen neuen Instagram-Filtern eben auch möglich. Jetzt seht ihr nun ein paar Beispiele von Kamerafiltern, die ihr dann für eure Instagram-Videos verwenden könnt. Und das waren nun ein paar Kamerafilter speziell für Instagram-Videos. Aber in der neuesten Version von Filmora 13 gibt es auch noch eine Menge von anderen Filtern speziell für andere Arten von Videos. Also checkt das unbedingt mal aus und ladet die aktuellste Version von Filmora 13 gleich mal herunter. Schreibt uns auch gerne einen Kommentar, welcher Filter euch hier am besten gefallen hat. Das sollte es an dieser Stelle von diesem Video gewesen sein. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen, bleibt kreativ und bis zum nächsten Video.